Willkommen zurück zu Anthem. Wir werden jetzt mit Tassin sprechen. Freelancer, danke für die Rettung. Der Ärger kam unerwartet. Hängst du oft so außerhalb der Mauern herum? Berufsrisiko. Aber dieses Mal war es anders. Irgendwas stachelt die Scar auf. Ich denke, es ist das Dominion. Wir glauben, dass es zurückgekehrt ist. Ich bin sicher, Sie haben schon von Freelancer Yarrow gehört. Ah, ich glaube, Tassin hat recht. Es fühlt sich so an wie vor dem Angriff auf Freimark. Dem, der das Herz des Zorns ausgelöst hat? Ich kenne die ganze Geschichte nicht richtig. Ich schon. Vieles, was ich jetzt erzähle, ist weitgehend unbekannt. Mein Mündel, Jani, war dort vor 10 Jahren. Sie sah es mit eigenen Augen. Es ist allgemein bekannt, dass Freimark eine der größten Städte Bastions war. Uralt, stolz, florierend. Aber am wichtigsten, sie beherbergte die größte Enklave von Freelancern überhaupt. Die Freelancer und die Sentinels, die Wächter der Mauern, schützten Freimark und seine Bewohner vor dem Chaos unserer Welt. Bis eines Tages das Dominion auftauchte, die grausamen Eroberer aus dem Norden. Das Dominion, die Sentinels und die Freelancer kämpften an jenem Tag um Freimark. Jede Gruppe behauptete, Nachkomme von General Tarsis und ihrer Legion der Dämmerung zu sein. Einer unserer besten, Freelancer Adams, führte den Sturmangriff an, als die Enklave dem Dominion entgegentrat. Meine Jani meint, dass die Armee riesig war. Dr. Harkin führte das Dominion an. Ein Mann, der zuvor und seitdem nie gesehen wurde. Er wollte die Stadt um jeden Preis erobern. Und so kämpften sie. Umzingelt, in der Unterzahl und unterlegen kämpften die Freelancer. Eine Weile schlugen sie sich gut. Doch die Mauern des prächtigen Freimarks gaben nach. Das Dominion strömte herein. Adams und viele Freelancer gingen vor den Stadtmauern fürs letzte Gefecht in Stellung. Andere, wie Jani, blieben zurück, um zu helfen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, fielen die Sentinels zurück. Und nun erzähle ich dir, dass Jani inmitten der Stadt herausfand, was die Sentinels schon wussten. Das Dominion wollte Freimark nicht zerstören, sondern ein altes Gestalterrelikt erobern, das tief im Inneren der Stadt beschützt wurde, den Kenotaph.
Dr. Harkin glaubte wohl, dass er einen Weg für das Dominion gefunden hatte, um die Hymne der Schöpfung mit dem Kenotaph zu kontrollieren. Hochmut. Die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Der schreckliche Kataklysm, der an jenem Tag losbrach, zerstörte Freimark, zerstörte das Dominion, zerstörte alles. Dieser Kataklysm wurde das Herz des Zorns. Einige überlebten, um die Geschichte von Freimark zu erzählen. Nicht viele. Das Dominion muss einen Grund für seine Rückkehr haben. Offenbar muss ich noch mehr Informationen auftreiben. Kommen Sie später noch mal bei mir vorbei. Oh ja, ich auch. Ich melde mich bei dir, wenn ich etwas habe. Ich werde in der Enklave sein. Neue Fraktionssystem. Greife mit dem Tab Herausforderung auf das Fraktionssystem zu. Hilft den Sentinels, Freelancern und Arcanisten. Mit Prospero reden. Okay. Oh, da ist er schon. Hallo. Ich dachte mir schon, dass dich dein Weg früher oder später zu mir führt. Du bist der neue Freelancer, von dem man mir erzählt hat. Nur Gutes, hoffe ich. Oh, es ist alles gut. Die Tatsache, dass überhaupt jemand über einen Freelancer spricht, ist noch besser. Prospero, mein Name. Ich wette, du bist der, auf den ich gewartet habe. Ach ja? Wieso das? Du weißt, dass es bei Freelancern um mehr geht als nur einen Job. Es geht um Stolz. Stolz, etwas gut zu machen. Stolz auf deinen Javelin. In letzter Zeit eher nicht. Inakzeptabel. Wer will sich schon in einen Kampf stürzen und dabei schlicht und einfach aussehen? Was für einen Eindruck hinterlässt das denn? Nicht, wenn man hinfliegen und wie der leibhaftige Donner aussehen kann. Eine Faust voller Blitze in einer Hand und einen Hagelsturm in der anderen. Eine farbenfrohe Schilderung. Das ist mein Job. Wenn Lancer Eindruck machen wollen, kaufen sie was Besonderes für ihren Javelin, wie individuelle Aufkleber oder Anzugteile. Dann kommen sie zu mir. Zumindest früher. Es gibt keine Nachfrage. Die Schmiede kann heutzutage nichts mehr herstellen. Ich hoffe, du kannst das ändern. Wie kann ich helfen? Wir müssen sie wieder befeuern. Dafür wird Ember benötigt. Und jemand mit Mumm, um es einzusammeln. Finde etwas, dann bin ich wieder im Geschäft. Wir beide sind es. Ich bringe dir bei, wie man Dinge herstellt. Also gut, ich mach's. Genau das wollte ich hören. Du musst außerhalb des Forts nach Ember suchen. Bring es her und wir können damit beginnen, den Laden hier wieder auf die Beine zu stellen. Mach ich. Okay, Freelancer suchen sich oft zusätzliche Arbeit und übernehmen Gelegenheitsjobs für die Menschen in Fort Tarsis. Diese bieten auch eine gute Gelegenheit, den Dschungel nach zusätzlichen Ressourcen zur Verbesserung von Javelins zu durchführen und einfach Ärger zu suchen, wenn ihnen danach ist. In diesem Fall sollst du für Prospero außerhalb des Forts Ember finden. Diese rare Substanz lässt sich in Pflanzen und Mineralien finden. Okay, Schmieden für jeden Freelancer, der die Gefahren der Welt überleben will, wichtig. Und Ember, ja. Akzeptieren wir. Freies Spiel freigeschaltet. 3 Ember-Stücke benötigen wir, die holen wir uns. Beginne ein Freispiel, indem du das Laufersymbol auswählst. Folgemission Freispiel. Ja, im freien Spiel sind wir auch mit 3 Leuten unterwegs. Ich glaube, es sind 3 auf der Karte. Aber wir haben keine Einschränkung, wie weit wir auseinander gehen können, dürfen. Was das Ganze doch etwas vereinfacht, denn in den Missionen muss man relativ nah zusammenbleiben, denn wenn man
von der Gruppe sich zu weit entfernt, wird man zu der Gruppe wieder hin teleportiert. Und dieser Umkreis, in dem man bleiben muss bei den Missionen, ist relativ gering. Los. Die Ladezeit ist natürlich ein klein wenig länger, denn er muss die ganze Karte laden. Die Systeme laufen einwandfrei. Ich prüfe jetzt die eingehenden Funkrufe auf ungewöhnliche Aktivität. Okay, verstanden. So, und ich brauche eigentlich nur Ember sammeln. Das muss ich aber natürlich erst finden. Vom Fort kommen Berichte über Gesetzlose in der Gegend. Wir sollten uns darum kümmern. Die Gesetzlosen wollen diesen Ort für sich beanspruchen? Keine Chance. Sei bei den Geschützen vorsichtig. Aber stell sicher, dass sie nicht mehr auf andere schießen können. Probieren wir es mal. Okay. Weg hier. Dafür bin ich noch nicht bereit. Dafür bin ich noch zu niedrig vom Level. Dafür haben wir die Mission erledigt. Und weg hier. Ich empfange eine große Welle an Gestalterenergie, der Ursprung nicht weit entfernt. Okay, was ist das? Pass auf!
Mit Fragmenten sollten wir das Relikt eindämmen können. An die Arbeit! Bist du? Gut, weiter zum nächsten Ziel. Da sind Ska auf dem Weg zu dir. Richtig so, nicht nachlassen. Diese Hunde, die sind nervig. Wow, was will der? Keine Munition mehr. Also, kann ja Waffen wechseln. Noch ein großer Kacke.
Hier Schild von ihm. Ach, Kacke. Bei mir trage. Läuft gut. Ein Ziel sollte noch da sein. Weltereignis abgeschlossen, okay. Und die Kurve bekomme ich dafür. Okay, wie komme ich zur Karte? Das ist die Karte. Ja, Karte Tutorial, bla bla bla. Fortasis. Okay, Viereck für Freispiel beenden. Ja, mit dem Storm ist es natürlich etwas schwierig, alleine herumzulaufen, denn ja, natürlich wenig Verteidigung, aber es soll keine Ausrede sein. Dafür mache ich ja einen ziemlich guten Schaden. Kurz vor Allianzstufe 3. Bogenexplosion. Feuert einen Blitz ab, der nach dem Einschlag auf zwei Ziele in der Nähe überspringt. Das klingt doch sehr interessant. Todesauge, präzises Ziel aus großer Entfernung. Und wieder eine Eisexplosion. Wir gehen zurück zu Fortasis.
wenn wir jetzt die Quest abgeben und uns quasi die nächste Freischaltung ab. Hallo Prospero. Ich weiß, dass du gute Neuigkeiten hast. So viel Ember, wie du brauchst. Genau das wollte ich hören. Also gut, an die Arbeit. Feuern wir die Schmiede an. Es wird Zeit, dass die ganzen Javelins hier die liebevolle Pflege bekommen, die sie verdienen. Geh rüber zur Schmiede, um mit der Herstellung zu beginnen. Aber denk dran, wenn du Eindruck machen willst, vielleicht den Javelin mit einer Schicht aus Schmerz und Donner versehen, wende dich an mich. Du bist also der Händler des Donners, ja? Hey, die besten Freelancer treten immer mit einem Donnerschlag auf. Aber bevor sie das können, kaufen sie ihn bei mir. Lass von dir hören. Herstellung freigeschaltet, okay. Aber wir schauen mal kurz in die Angebote hier rein. Okay, das ist wieder der Laden, den wir eh schon kennen. Gerade richtig. Wir haben ein paar ausgezeichnete neue Sachen. Okay, man kann sich die wertvollen Ember auch kaufen. VIP-Wochen in Objekt kostenlos. Die unter Dämmerung Objekte erhalten. Vorbestellobjekte erhalten. Ja. Liegt daran, dass ich das Spiel vorbestellt habe, dann hole ich mir das doch. Also Vorbesteller, Bonus und ich glaube die Dinge hier. Ich und der Dämmerung habe ich bekommen, weil ich die Deluxe-Version habe. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück. Die Tassen sprechen wir erst nächstes Mal. Jetzt geht es nochmal zur Schmiede. Da gibt es ein neues Sprengsiegel. Ja, da ist wieder nur dieser Debuff quasi drauf. Und hier ist es neutral. Aber Blitztreffer könnte ich einen neuen herstellen. Okay, ich kann aber nur gewöhnlich herstellen. Machen wir aber. Mehr Schaden. Dann können wir die Dinge nämlich erstmal wieder zerlegen. Neue Waffen. Nochmal einen Hammerkopf. So, Leerung des Magazins lädt Schilde auf. Das ist die Vorbesteller. Das möchte ich jetzt nicht verwenden, das wird das Spiel komplett durcheinander bringen. Aber das Scharfschützengewehr, was wir hier haben, darf ich benutzen. Da können wir jetzt auch Sachen herstellen. Komponenten, gibt es da was? Nein. Beim Aussehen. Jetzt macht es langsam Spaß. Zeit, Eindruck zu schinden. Okay, da gibt es jetzt natürlich die
die Dinger hier. Wählen wir das einfach mal aus. Gibt ja keine Boni, ist ja nur rein kosmetisch. Behalte ich mal. Aber an den Farben möchte ich jetzt ein wenig was ändern. Gehen wir hier mal auf Weiß. Und der machen wir schwarz. Gelb. Gelb. Das lassen wir so primär hart. Wird dunkel. Und das, da gibt es immer das hier. Ja, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Animation, habe ich da auch was bekommen? Nein. Tragezustand. Bleiben wir bei Alt. Und Folien haben wir bekommen. Das finde ich nicht so schlecht. Das erkenne ich so gut wie gar nicht. Ja, nehmen wir das einfach mit. Ja, das ist unser neuer Javelin. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.